Liebe Freundinnen und Freunde des Sinnzentrums, liebe Zuseherinnen und Zuseher, nach 2 Wochen Pause wieder ein Impuls aus dem Sinnzentrum. Wenn Sie sich erinnern, vor 2 Wochen habe ich gesprochen am Tag des heiligen Blasius von: Wenn uns etwas im Hals stecken bleibt, dann sollten wir schauen, dass der Hals wieder frei wird und dass wir sprechen können über all das, was uns wichtig ist, was uns ein Anliegen ist, dass wir wieder lernen, miteinander zu sprechen. Und in den letzten 2 Wochen, besonders in den letzten Tagen, sind Dinge passiert in unserer Welt, in unserer Umwelt, in unserer fast unmittelbaren Nähe, wo es uns noch mehr die Sprache zu verschlagen droht. Und ich möchte heute einen Impuls Ihnen weitergeben, der mich sehr berührt und bewegt, weil das so in meinem Kopf auch die letzten Tage durchgeht, der sehr eng an Viktor Frankl ist. Viktor Frankl spricht davon in seiner Grundtheorie der Logotherapie, dass es der Willen zum Sinn ist, der Menschen in ihrer Entwicklung weiterbringt. Und nicht das, was seine Vorgänger formuliert haben, den Willen zur Macht, wie er Freud, den Willen zur Lust, wie er Freud zugeschrieben wird, und den Willen zur Macht, wie er Alfred Adler zugeschrieben wird, im Kern der Theorie. Der Wille zum Sinn ist es, der uns weiterbringt. Doch das, was wir gerade erleben, das ist der Wille zur Macht. Der Wille zur Macht, der unglaubliche Dynamik bekommt, wenn er übermäßig ist. Es ist ja nichts Schlechtes daran, wenn jemand sagt, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte etwas bewegen, ich möchte etwas aufbauen, alles okay. Aber wenn es übermäßig wird und wenn es den anderen und die anderen respektlos einschränkt, dann funktioniert dieses Modell des Willens zur Macht nicht mehr. Hannah Arendt, die große Philosophin des 20. Jahrhunderts, die sich sehr mit dem Machtmissbrauch im Kontext des Nationalsozialismus, aber überhaupt was mit Menschen so passiert, wenn sie Machtmissbrauchen beschäftigt hat, die sagt, Politik oder menschliches Handeln macht nur dann Sinn, wenn es zur Freiheit führt. Und Frankl würde das sicherlich ergänzen, zur Freiheit in Verantwortung führt. Aber das, was wir jetzt gerade erleben, wenn Macht missbraucht wird, dann wird Freiheit eingeschränkt. Dann wird Freiheit weggenommen. Und das kann nicht das Ziel unseres Lebens sein. Das kann nicht das Ziel unserer Gemeinschaften sein, unseres Miteinanders. Und so gilt es immer wieder, den Appell zu sagen, sprechen wir von den Dingen, die uns wichtig sind. Sprechen wir über das, was uns verbindet. Machen wir uns auf, auch wenn wir vielleicht nur Kleines bewegen können. Aber eine sogenannte kritische Masse wird auch größer etwas bewegen. Die ändert was in der Politik, die ändert was in kirchlichen Organisationen. Wir haben keine große Gewalt gegen Panzer. Aber wenn wir uns aufmachen und das Wesentliche, den Sinn leben, dann können wir etwas verändern. Viktor Frankl sagt, das, was uns Not tut, ist, dass wir Brücken zueinander bauen, dass wir in Beziehung gehen, dass wir Sinn dadurch erfahren, dass wir in einem Miteinander sind. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann hat Frankl ein wunderschönes Beispiel. Er sagt, diese Beziehungen, diese Brücken der Beziehungen, die brauchen immer 2 Brückenköpfe, hier und dort. Aber die Brückenköpfe dürfen nicht Köpfe sein, sondern müssen Herzen sein. Die Brücken, die wir schlagen können, die können nur die sein von einem Herz zum anderen. Das möchte ich Ihnen heute mitgeben. Sprechen wir, machen wir uns frei aus dem, was uns im Hals steckt, und wenn wir es auch ganz laut hinausschreien müssen, machen wir uns frei und öffnen wir unsere Herzen, um in Beziehung zu gehen, um in Begegnung zu gehen, damit nicht die Lust auf Macht den Sinn überrennt. Ich möchte Ihnen das ganz wesentlich in diesen Tagen mitgeben und Sie ersuchen, immer wieder dorthin zu spüren, was hat denn Ihr Herz
jetzt für ein Anliegen und worüber können wir sprechen? Ein großer Appell, und ich hoffe, er verhallt nicht irgendwo, sondern wir beginnen miteinander, das ein wenig zu leben. Alles Gute und bis nächste Woche.